Wunderschönen guten Morgen. Ja, der Freitag ist bei uns heute echt ein bisschen neblig, aber ich werde heute zusammen gemeinsam mit der Heike Schiemandl ein bisschen den Nebel lichten. Und in diesem Sinne ein großes Hallo, herzlich willkommen, liebe Heike. Hallo, liebe Caroline Zimbrich, ich freue mich wie Bolle. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, in meine Sprechzeit reinzukommen. Das Format ist recht neu, denn ich habe mir einfach überlegt, es ist so schön, ich kenne mittlerweile so viele in meinem Netzwerk, wo ich mir denke, die haben einfach so schöne, spannende Themen und über die dürfen wir einfach mal da draußen öffentlich sprechen, damit sich das ein oder andere ein bisschen mehr verbreitet. Und so wie ich gerade schon sagte, wir wollen mal so ein bisschen den Nebel lichten. Liebe Heike, stell dich doch einfach mal kurz ein bisschen vor. Wo kommst du her? Was machst du? Und was glaubst du, warum du heute hier bist? Ja, wo komme ich her? Ich komme aus dem Nördlinger Ries, das ist in Bayern, und bin tatsächlich jetzt seit 20 Jahren in Hamburg, war ursprünglich mal Bankkauffrau und bin eigentlich jetzt erst, vor 4, 5 Jahren dort gelandet, wo ich mich wirklich sauwohl fühle, und zwar das Jonglieren mit Worten und Energien. Und wir beide kennen uns tatsächlich ja auch persönlich. Wir haben uns bei Katrin Weißhöppel damals kennengelernt. Ne? Du saßt hinter mir, du hast so einen türkisblauen Anzug an, das weiß ich noch ganz genau. Ganz genau. Und was mich als Kind schon immer total genervt hat, muss ich sagen, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Heike, das macht man so, das macht man nicht so und man darf das nicht. Und dann habe ich als kleiner Steppke mit 6 Jahren schon zu ihr gesagt, Mama, wer ist denn der Mann? Hol den mir her. Wenn du mir den herholst und mir zeigst, wer das ist und der mich kennt, dann können wir drüber reden. Und wenn nicht, dann ist das nur ein fieser Trick von dir, dass ich mache, was du möchtest. Und genau dort bin ich heute mit meinem Business gelandet, nämlich zu gucken, nicht was man macht und was man nicht macht, sondern was ist für dich, genau für dich das Richtige. Und auch das kannst du natürlich alle paar Sekunden wieder umwählen. Das heißt, alles, wo wir uns ganz klar nur für einen Weg entscheiden, schneiden wir uns von allen anderen Wegen ab. Und das darf uns klar sein. Genau. Ja. Raus aus der Box. Ich finde, das ist schon ein mega spannender Einstieg, denn dieser Sprachgebrauch, den wir auch einfach oft pflegen, deswegen habe ich dich ja auch in der Ankündigung so vorgestellt, was Worte quasi mit uns machen und wie Worte uns bewegen und wie Worte uns auch unsere Richtung geben. Ich habe vor ein paar Tagen mal ein bisschen was darüber geschrieben natürlich, dass ganz viele Familien und gerade auch ganz viele Frauen einfach glauben, sie leben nicht in einem klassischen, konventionellen Rollenmodell, weil du halt gerade angesprochen hast mit, das macht man so nicht. Ja. Denn es wird ja meistens von der gegenüberliegenden Seite irgendwie doch ein bisschen der Takt einfach vorgegeben in irgendeiner Art und Weise. Und ganz viele Familien glauben, sie leben wirklich nicht in einem klassischen Rollenmodell. Und ich habe einfach mal so die Fragen gestellt, wie sieht es denn aus? Also wer räumt denn zu Hause auf und wer kümmert sich um die Hobbys und wer packt die Sporttaschen und wer macht morgens irgendwie für die Schule die Brote fertig? Wer putzt zu Hause? Wer kümmert sich ums Klo? Und ne, also das sind ja alles so lustige Fragen, wo ich dann hinterher gemerkt habe, so aha, haben wir ein bisschen ins Schwarze getroffen. Und ich finde das, immer so spannend, wenn man dann genau mal hinguckt, dieses man macht das so nicht, also man macht das so nicht. Und gerade bei dir, da merkt man ja einfach auch, du bist nicht auf den Mund gefallen und du lässt dir das einfach mal von vornherein auch gar nicht so gefallen und hinterfragst das Ganze einfach mal. Und du hast vor ein paar Wochen, glaube ich, hast du einen Workshop gemacht, den hast du auch einfach so angeboten, obwohl man es auch einfach nicht so macht, wie alle Coaches, alle Dienstleister da draußen es dir grundsätzlich empfehlen würden. Und dennoch bist du deinen eigenen Weg gegangen. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Was hast du angeboten? Ja, ich habe 5 Tage Wortpraxis kostenlos angeboten. Und Wortpraxis, das sind Mantren, die man spricht, um das Energiefeld zu reinigen. Also wir kriegen ja immer, wenn wir irgendwo sind, kriegen wir die Launen anderer Leute mit. Manchmal kommst du in den Raum rein und denkst, stehe ich im Kühlschrank? Was ist denn hier los? Und wo du noch draußen warst, vor der Tür, war das nicht so. Und da kann man natürlich dann gucken,
ist das jetzt meins oder ist das nicht meins? Und das dann einfach auch zurückgeben und in Sekundenschnelle bist du wieder in deiner Energie und mit der Wortpraxis reinigst du dein Energiefeld und durch dieses, ich weiß, wer ich in Wahrheit bin, ich weiß, was ich in Wahrheit bin, sagst du das deinem Körper, dein Körper glaubt, was du ihm sagst und du näherst dich immer mehr deinem Ding. Also um, dass die Leute mal wissen, was ist Wortpraxis? Da spricht man zweimal am Tag, circa 5 bis 10 Minuten. Und jeder hat zu mir gesagt, weil meine Stimme eben extrem viel kann und wirklich High Frequency ist, bist du irre, 5 Tage zu verschenken. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock, live zu gehen auf Facebook. Und ich merke oft, ich bin Projektor 2-4, das heißt, ich habe ganz krasse Impulse. Die Caroline kennt sich mit Projektor, mit Human Design natürlich auch sehr gut aus und ich denke viele anderen auch. Ich habe schon einen sehr klaren Blick und sehr krasses Ding und oft merke ich, dass andere Leute, Coaches, die vielleicht noch 2 oder 3 Mal mehr als ich verdienen, meine Impulse übernehmen und da habe ich keine Lust mehr. Da habe ich gesagt, okay, für mich stimmt es so, wenn ich die Leute in die Gruppe reinhole. Ich hatte dann innerhalb von kurzer Zeit 36 Leute in meiner Wortpraxis-Telegram-Gruppe. Okay. Und habe daraus über 2000, ich glaube fast 2.500 Euro Umsatz generiert mit einem Einsatz von 10 Minuten am Tag, weil viele Speed-Coachings gebucht haben, diese halbe Stunden-Geschichten für 111 Euro, dann einen weiteren Wortpraxiskurs über 10 Tage gemacht haben, wo 2 Coaching-Gespräche mit drin sind. Und dann wir diese Dankbarkeitsrituale 28 Tage machen und da geht gerade wirklich der Punk ab. Es ist mir eine Freude in diesen Telegram-Gruppen und zumal ich Facebook-Gruppen nicht mag. Das heißt, ich bin meinem Impuls gefolgt und habe das gemacht, was mein Herz will. Weil in dem Moment, wenn du etwas machst, weil die anderen das machen und es gar nicht deins ist, kannst du die Energie gar nicht zur Verfügung stellen, die matcht. Ne, und ich war so hundertprozentig davon überzeugt, dass das genau das Richtige ist und es ist voll super gelaufen. Die Leute entwickeln sich so prächtig, da passiert so viel. Und auch wenn jeder gesagt hat, bist du verrückt, das kannst du nicht verschenken. Doch, kann ich. Ja, und das ist ja genau das Ding, dieses andere geben einem vor, wie einfach was zu sein hat. Und du hast es vorhin im Vorgespräch auch einfach so schön eigentlich zusammengefasst, dass die jegliche Kontrolle die Kreativität killt. Genau. Und das ist ja schon, ne, wenn alle Coaches machen das so oder so, oder ne, ich hatte auch schon mal wegen Facebook-Anzeigen, hat mich ein Anzeigenmanager von Facebook angerufen und hat gesagt, ja, die machen das alle so, und das ist mir völlig egal, wie andere das machen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will das so machen, weil wenn ich mit einer Widerstandsenergie rausgehe, nach dem Gesetz der Resonanz, und das ist nicht eh so Geschwurbel, sondern das ist Physik, Quantenphysik, ziehe ich ja wieder etwas an mit Widerstand. Das macht ja gar keinen Sinn, also kann ich es gleich lassen. Weil das Geld dann zum Fenster rausgeschmissen ist. Das kannst du nicht mehr drehen. Ja, also Sachen wirklich unter Zwang oder unter totaler Kontrolle oder dieses ich muss und dann und dann und dann. Natürlich muss man sich mal so einen kleinen Plan aufschreiben, gerade wenn man selbstständig ist mit, ne, was muss ich denn irgendwie im Monat oder im Jahr oder im Quartal, je nachdem, was muss ich denn letztendlich erwirtschaften, weil man hat natürlich auch irgendwie mal so ein paar fixe Ausgaben in seinem Betrieb. Nichtsdestotrotz hat man die natürlich auch privat und darf dann natürlich auch immer hingucken, was darf denn reinkommen. Aber die Frage ist ja auch immer, wie darf denn auf unterschiedlichem Wege auch was kommen? Also ja, ne, also ja. Es darf ja nicht immer oder es muss ja nicht immer unbedingt nur in eine Spur gehen. Wir müssen ja nicht nur immer auf einer Autobahn irgendwie unterwegs sein, sondern wir können uns ja auf verschiedenen Knotenpunkten wirklich bewegen. Und was ist da so deine Erfahrung? Also die Geschichte ist halt die, wenn du dich auf einen bestimmten Betrag fixierst, den du am Monatsende haben möchtest, ist es kaum möglich, darüber hinaus zu kreieren. Und das ist halt, wenn du sagst, so, also das ist das Mindeste, was ich haben möchte und was ist darüber hinaus noch möglich, jenseits aller Vorstellungen? Das ist eine Frage und eine Frage öffnet den Raum und wenn du sagst, genau das brauche ich, dann hast du die Antwort und schließt den Raum. Und in dem Moment, wenn du es offen lässt und sagst, so, was ist darüber hinaus noch möglich, jenseits aller Vorstellungen? Oder wenn du fragst, welche Energie, welchen Raum und welches Bewusstsein kann ich jetzt noch einladen, das ich bisher noch nicht gewählt habe? Oder wen oder was kann ich meinem Business hinzufügen? Und in dem Moment, wenn du die Frage stellst, bist du energetisch so offen, dass alles Mögliche zu dir kommen kann. Das ist halt nur, wenn du jetzt nicht, ich nenne es jetzt mal bayerisch, das Gescheithaferl machst und überall schon die Antwort hast. Weil wenn du die Antwort hast,
wirst du keine Antworten bekommen, die oder keine Ideen bekommen, die du bisher noch nicht gewählt hast, weil du nimmst nur aus deinem Suppentopf raus, wo du bisher deine ganzen Zutaten reingeschmissen hast. Und unser Gehirn sagt nur, okay, also Suppe geht maximal mit Möhren, Erbsen, Sellerie, was können wir noch reinschmeißen, Hühnerklein oder sonst was, ne? Du kommst gar nicht auf die Idee, dass du vielleicht mal rote Beete oder Spinat oder Chicorée da reinmachen könntest. Und das ist das, wenn du die Fragen offen lässt, dann fliegt buchstäblich der Chicorée an dir vorbei und sagt, oh cool, jetzt mache ich den mal rein. Und dann ist es meistens so, dass du sagst, boah, Mann, schmeckt das lecker. Und ne, genauso ist es, wenn du Möglichkeiten in deinem Business verteufelst, wenn du etwas schon gemacht hast und es hat nicht funktioniert. In dem Moment, wenn du es total verurteilst, beurteilst, schließt du aus, dass du im Nachhinein noch das Geschenk geliefert bekommst. Auf jeden Fall. Wir hatten es vorhin ja über ein teures Coaching gesprochen, wo ich gesagt habe, in dem Moment hat es nicht geflutscht. Und da kann ich weder mir noch der anderen die Schuld geben. Das war einfach so. Und in dem Moment, wenn ich es verurteile, verhindere ich, dass sich die Energie im Nachhinein oder das Geschenk im Nachhinein noch zeigt. Und oft ist es ja auch so, dass wir in diesem kontrollieren, nee, so will ich das nicht mehr und das will ich auch nicht mehr. Verschließen wir uns Dingen, die jetzt im Moment vielleicht ganz anders wirken können, als sie es vor 5 Tagen gemacht haben, also oder waren. Ich habe mal ein kurzes Beispiel. Ich habe vor 4 oder 5 Wochen habe ich mein Auto abgestellt am Park-and-Ride-Parkplatz am Sonntag und habe gar nicht an ein Ticket gedacht, dass ich das lösen müsste. Gehe da rein in den Kurs, habe den Kurs gehalten, mittags denke ich, ach, muss unbedingt den Parkzettel lösen, bin aber abgelenkt worden, habe es vergessen. Komme ich abends dahin, sehe ich von Weitem schon einen Zettel auf meiner Scheibe. So, dann dachte ich mir, okay, was kann das jetzt sein? Das heißt, ich habe diese Idee, das kann nur ein Strafzettel sein, vollkommen ausgeblendet und habe gesagt, so, was kann das jetzt sein? Das könnte eine Pizza-Werbung sein, könnte eine Werbung für einen Blumenstrauß sein, das könnte auch ein Liebesbrief sein, es kann alles sein. Okay, ich laufe dahin und habe alle Möglichkeiten außer dieser einen, was ist es? Komm dahin, nehme diesen Zettel, mache ihn auf, steht drauf, sie stehen auf einem Park-and-Ride-Platz. Normalerweise müssen Sie ein Parkticket sich kaufen. Wir können verstehen, dass Ihnen versehentlich, dass Sie es versehentlich vergessen haben. Wir schreiben uns jetzt hier Ihre Autonummer auf. Wenn Sie es nochmal vergessen, kostet es 30 Euro. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt und das hatte ich als Option nicht zur Verfügung. Und das passiert, wenn du fragst, was kann das jetzt noch sein? Ja, Na, und wenn cool. einer vorher erzählt hat, so, klar, logisch. Und mir sind noch ein paar so Dinge passiert, wo ich einfach das Übliche, was man normalerweise erwarten würde, gar nicht erst in meinen Auswahltopf mit reingeworfen habe. Und dann passieren wirklich Sachen, wo du denkst, was ist das? Ja, das ist wirklich ganz oft so. Und ich glaube, dass uns jedem, dass uns ganz viel, dass wir ganz viele Situationen am Tag einfach haben, über die wir einfach so in unserem Alltagsgewühl einfach so drüber gehen und uns diese kleinen Nuancen zwischendurch gar nicht mehr auffallen. Wir hatten das bei uns in dieser Woche zum Beispiel noch. Das war auch eine ganz tolle Geschichte. Unsere Kinder hatten ihre St. Martins-Umzüge und es war vorab so, dass einfach halt schon mal so Wertmarken verkauft worden sind, damit du einfach später irgendwie leichter irgendwie an deine Bratwurst kommst oder dir irgendwie einen Glühwein holen kannst und so. Und wie das aber irgendwie so war, ich hatte irgendwie vorher gar keine Möglichkeit, vorher an diese Wertmarken irgendwie zu kommen. Und dann kam wieder was dazwischen, hat mir wieder einer dazwischen gegrätscht, dann habe ich es am nächsten Tag wieder vergessen. So schlichtweg, wir waren an dem Abend da. Es war keine Möglichkeit, da an dem Abend noch irgendwelche Wertmarken zu kaufen. Und dann dachte ich so, ja, toll. Schön. Was will mir das Universum jetzt damit sagen? Wie kann das jetzt sein? Weil ich habe da so zwei kleine Stöcken mit dabei, die haben gleich auf jeden Fall irgendwann mal Hunger. Und wir haben uns einfach nur über dieses Thema ausgetauscht und irgendwie 4 Minuten später kam irgendwie von allen Seiten von irgendwelchen anderen Eltern, hier mal, wir haben ja noch ein paar Marken über und du kannst hier noch was haben und guck doch mal da. Und das war so interessant, wo ich dachte so, ja, und das ist einfach gerade heute so mega passend zum Thema St. Martin, wo es ja auch einfach ums Teilen geht. Und das mal so richtig bewusst dann in dem Moment mit nach Hause zu nehmen, ja, und sowas mal wirklich zu sehen und das wirklich für sich zu registrieren. Ich glaube, dass ganz viele genau über solche Momente drüber gehen und das irgendwie in dem Moment trotzdem als irgendwie normal oder selbstverständlich ansehen. Ja, und es ist ja so,
unser Körper, der hört ja, was wir ihm erzählen. Wenn ich jetzt erzähle, das ist immer so, das war noch nie so, ist das quasi, wenn ich mir das bestelle für die Zukunft. Mhm. Ein ganz simples Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, und da geht es um das Ist, wie etwas ist, wenn ich sage, mein Nachbar, das ist ein ganz schöner, ich kenne ihn nicht, sage ich jetzt mal vorweg, ich sage, mein Nachbar ist ein ganz schöner Depp. Wenn ich aber sage, bis gestern war mein Nachbar noch ein Depp, merkt man, dass die Türe aufgeht und ich eigentlich schon darauf warte, dass er mir etwas anderes zeigt. Und wenn ich sage, es ist so und es ist immer so und es war noch nie so, damit kontrolliere ich, dass es mir genauso wieder geliefert wird. Und der Körper hört dir zu. Und ein ganz, ganz cooles Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel Dinge haben, die uns an uns besonders gut gefallen, dann gucken wir in den Spiegel und sagen, oh, ich habe eine schöne Nase oder schöne Ohren oder whatever. Das bleibt immer schön, selbst wenn du 100 bist. Und diese Zonen, die dir nicht gefallen, Popo, keine Ahnung, Beine oder sonst was, die werden zunehmend nicht mehr so schön, weil wir unserem Körper das erzählen. Mhm. Und dann ist ja auch noch die Frage, was erzählst du und welche Energie steckt dahinter? Und das ist zum Beispiel mein Job als Coach im Speedcoaching oder in der Supervision, zu gucken, welche Energie steckt hinter den Worten? Stimmt das, was du sagst? Ja. Und auch, was kann ich zwischen den Zeilen lesen, was du nicht aussprichst, weil du dich nichts traust oder so. Und wir hatten es vorhin ja auch schon, weil du machst ja jetzt einen Workshop mit Selfies, genau. Und das eine ist ja, das technisch zu verstehen und das andere, warum ist die Lust nicht da, sich zu zeigen? Oder ist es, dass es verhindert, sich zeigen zu wollen? Oh ja, ganz genau. Und da können wir gucken, gerade wir Frauen, wo wirken vielleicht noch aus früheren Leben Dinge, wo wir früher für das, wo wir uns vorne hingestellt haben, gezeigt haben, Geheimnisse, und wenn wir Spezialwissen haben, ist es ja sozusagen ein Geheimnis, und es kann ein technisches Geheimnis sein, es kann ein energetisches Geheimnis sein. Also wo wollen wir unsere Geheimnisse, die wir haben, Spezialwissen, nicht nach außen tragen, weil wir vielleicht in einem früheren Leben mit dem Bobbes auf dem Feuer saßen oder noch ganz andere Geschichten sind. Und das ist mein Job, quasi dahinter zu gucken, warum tust du es nicht? Weil es reicht halt nicht, einfach zu sagen, mach das einfach. Weil wenn wir dann hingehen mit einem Widerwillen, schicken wir diese Energie in das Projekt und was kommt? Es kommt wieder etwas zurück, wo wieder Widerstand entsteht. Und deswegen ist es gut, das vorher zu klären. Und dann kannst du sagen, so, okay, bis jetzt habe ich das gewählt. Und ich sage immer, wenn die Leute das nicht so schwer machen und sich dann nicht, in Bayern sagt man, nicht hadern mit der Entscheidung, die sie vorher getroffen haben, und gesagt, mei, war ich deppert, habe das oder das nicht gemacht. Und dann sage ich, was wäre, wenn du einfach sagst, so, bis jetzt habe ich Schokokuchen probiert, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, jetzt nehme ich Himbeereis. Weil dann ist das Schwere weg und das Bewerten, was wir vorher gesagt haben, dass ich das Geschenk noch hinterher zeigen kann. Ja, ne? Weil oft ist es dann so, wenn man es dann verstanden hat, oh, war ich deppert, was habe ich da gemacht? Und in dem Moment verhindere ich jegliches Geschenk. Und mit diesem Schokokuchen-Himbeereis, ja, okay, mache ich es halt anders, wird es leicht. Ja, ja, man muss einfach wirklich offen werden für andere Dinge. Ja. Das, was mir ja auch immer ganz oft begegnet, gerade wenn ich Audits führe, um erstmal auch zu gucken, was fehlt denn in einem Business letztendlich, da ist natürlich auch dieses, wir haben das schon immer so gemacht. Ja. Ja, so. Das ist so, das haben wir schon immer so gemacht, das hat so funktioniert und das ist Tradition so nach dem Motto und das halt, darf halt gehen. Aber wie schön ist es denn, wenn Tradition sich auch einfach weiterentwickeln kann? Also wenn man einer Tradition, und da ist ja auch egal, worum es geht, ob es das irgendwie das Schützenfest ist, was man halt irgendwo feiert, oder ob man irgendwelche Strukturen in seinem Business hat oder ob man ein geradliniges Denken einfach so in seinem eigenen Leben hat, wenn man da einfach wirklich mal die Türen und die Fenster offen macht und der Tradition einfach die Möglichkeit gibt, sich auch einfach weiterzuentwickeln. Genau. Weil, wenn wir sagen, wir lassen die Türen zu, dann kontrollieren wir ja auch wieder, und das passt ja auch wieder schön zu deiner Zusammenfassung, dass jegliche Kontrolle einfach die Kreativität letztendlich killt. Und da kannst du ja fragen, wen oder was kann ich diesem Ritual oder dieser Tradition hinzufügen? Und wenn die Leute sagen, das haben wir schon immer so gemacht, dann kannst du auch fragen, wer ist denn wir? Wer ist denn wir? Wer ist denn das? Genau.
bist das du? Und eine Frage, die ich mache viel mit Access Consciousness oder Byron Katie oder ganz Gesetz der Annahme, ganz viele Geschichten. Und eine Frage, die du dir immer stellen kannst, wenn du etwas Neues wählen willst, war, also ne, für mich ist der Körper tatsächlich der Lügendetektor. Der sagt dir ganz klar, was ist richtig und was falsch ist. Und dann kannst du fragen, Wahrheit, Körper, wie wird sich mein Leben in 5 Jahren anfühlen? Oder wie wird mein Leben in 5 Jahren sein, wenn ich das wähle? Besser, schlechter, gleich. Hm. Und genauso kannst du es mit dem Nächsten machen. Du kannst es mit 5 Jahren, mit 10 Jahren, mit 20 Jahren, du kannst fragen, wie wird sich mein Business anfühlen? Wie wird sich mein Leben anfühlen? Wie, ne? Du kannst auch fragen, in 100 Jahren für die Leute, die glauben, dass sie wieder auf die Welt kommen, die können auch solche Sachen machen. Und das kannst du machen, wenn du dir ein Kleid kaufst, ob es für dein Business gut ist, wenn du dir einen Rechner kaufst, wenn du die Caroline buchst, wenn du mich buchst, wenn du, egal, whatever, du kannst immer fragen, Wahrheit, Körper, wie wird sich mein Leben oder mein Business in 5 Jahren anfühlen, wenn ich das wähle? Besser, mhm, schlechter, gleich. Und wenn es besser ist, dann hast du das Gefühl, das geht wie so Scheunentore auf. In Bayern würde man sagen Stadeltor, ne? Scheunentüre. Und wenn es schlechter ist, dann merkst du, das macht dich richtig eng. Und wenn es gleich ist, kannst du immer noch überlegen, bin ich mit gleich denn zufrieden? Mhm. Vermutlich nicht, weil sonst würdest du ja nicht die Caroline oder mich suchen und sagen, so, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, weil so wie es gerade ist, gefällt mir es nicht. Ja, ich bin immer der Überzeugung, dass wir eigentlich alle wunderbar vergleichbar sind mit einer schönen Blume oder auch mit einem Baum. Und den kannst du auch nicht sagen, hör auf zu wachsen. Genau. Denn die entwickeln sich einfach immer weiter. Ja? Also da gibt es immer Wachstum nach oben und da gibt es immer irgendwie neue Knospen und es gibt neue Blätter, ja. Es gibt neue Triebe, neue Äste. Da kannst du nicht sagen, so jetzt hier Stopp, Deckel drauf, funktioniert halt nicht. Wachstum ist einfach halt immer da und in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass einfach unsere Angst uns einfach da hält, wo wir einfach sind, dass wir einfach nicht weitergehen, dass wir uns einfach nicht trauen. Es gibt ganz viele, die sich das nicht trauen, weil sie zum Beispiel auch Angst haben, wenn ich jetzt wirklich mal meine Flügel ausbreite und mal wirklich genau das lebe, was nur ich möchte, dann ist das ja möglich, dass mein Partner das doof findet. Dann ist das möglich, dass wir da auf Konfliktpotenzial treffen, weil ich mich ja verändere. Wäre also möglich, dass er mich verlässt. Es wäre aber auch möglich, dass er es cool findet und nur noch nicht ausgesprochen hat. So sieht's aus. Also das wäre ja auch möglich. Ja. Und ich glaube, bei ganz vielen ist aber auch dieser Gedanke, dass man sich verändert. Ich glaube gar nicht, dass man sich verändert, sondern ich glaube einfach nur, dass man zu dem wird, der man schon immer war. Und dass man einfach, wenn man über seine Ängste mal darüber hinausgeht und endlich mal das tut, was man schon immer tun wollte, dass man anfängt, dass man mal sein Kostüm auszieht, in das man sich so hineingequetscht hat, was einen einfach so klein gehalten hat. Ich weiß gar nicht, ganz viele kennen bestimmt den Film hier Man in Black, ne? Da ging es ja mit so einer kleinen Schabe, die ja sich so ein Menschenkostüm angezogen hat. Und da hat man ja hinterher auch gesehen, ne, als das Kostüm halt weg war, wie riesengroß dieses Ungetüm letztendlich war. Und ich finde, genauso kann man sich das vorstellen. Wir machen immer wieder einen Deckel oben drauf und tun die Dinge einfach nicht, die wir selber tun wollen, finden 1000 Ausreden da draußen. Weiß ich nicht, da war die Katze krank und dann hatte der Hund irgendwie was quersitzen. Dann waren wieder das und das und das mit den Kindern. Dann kam wieder das und das und das dazwischen. Dann hatte der Mann noch ein paar Termine und. Und dann muss man sagen, ja, nee, und dann war der Tag vorbei und dann blieb für mich mal wieder keine Zeit über. Und ich glaube, das machen ganz, ganz viele. Und gerade dieses Thema Angst und einfach mal eine Entscheidung treffen, liebe Heike, ich glaube, da bist du gerade ganz, ganz vielen echten Vorbild. Denn erzähl, was hast du vor? Ja, ich wollte aber kurz noch was sagen zur Veränderung und warum das immer so quietscht. Und zwar in dem Moment, wenn du einen neuen Weg einschneidest, dann ist dieses Geschrei und dieses Weil, la 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 la, das ist das Unterbewusstsein, das schreit, nein, du bleibst jetzt hier auf der schmalen Spur, du bleibst jetzt hier, das kenne ich, weil das Unterbewusstsein sagt dir immer dann, wenn du einen neuen Weg beschreitest, da könntest du sterben. Und das ist noch aus dem Urzeitgedächtnis heraus, wo wir, wenn wir dann tatsächlich mal etwas Neues beschritten haben, die anderen vielleicht gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt nicht mit. Und dann kam der Säbelzahntiger oder Archäopteryx oder wie auch immer der geheißen hat und den konntest du natürlich allein nicht besiegen. Aber die Zeit haben wir nicht mehr. Das ist quasi, ne, wie wenn du eine Denkrille verlässt, wie auf einer Schallplatte und sagst, so, ich gehe jetzt in die andere rüber und die alte quietscht und schreit, nein, du bleibst da, die hält dich wie am Fuß fest. Ne? Und das ist das Veränderung. Und wenn du einfach sagst, ist mir doch egal, was ich gerade denke,
weil du bist nicht dein Gedanke, dann Yes. kannst du das auch sofort verändern. Und weil du gerade vom Thema Angst sprachst, ich habe gestern, ich ziehe zum 31.12. hier in meiner Wohnung in Hamburg aus und habe noch keinen Plan, wohin es geht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich meine Sachen in den Container packe. Und Mega spannend. hatte ich gestern echt eine Angstattacke und denke, du hast ja echt einen an der Marmel. Was machst du eigentlich? Und habe richtig Panik gekriegt. Und dann, ich arbeite ja mit den Access-Tools, ne? Und da heißt es, okay, Angst ist in Wahrheit was ganz, ganz anderes, ist Vorfreude. Okay, was, wenn es nicht nur Vorfreude ist, sondern dein wahres Potenzial? Dann habe ich gesagt, so, du Angst, du, wenn du tatsächlich mein Potenzial bist, dann will ich jetzt mehr von dir, mehr von dir. Gib mir richtig, richtig, richtig viel Angst. Und das Spannende war, dass innerhalb ein Bruchteil von einer Sekunde ich gesagt habe, so, und jetzt habe ich Bock, nicht mal mehr meine Möbel zu behalten, jetzt verkaufe ich auch einen Teil von meinen Möbeln und lasse noch viel mehr los. Und das fand ich so, so krass, diese Erkenntnis, dass, ne, weil Angst ist eine Energie wie alles andere auch und die läuft nur in dem Moment in die falsche Richtung. Und wenn du es drehst und sagst, okay, das ist mein Potenzial, du drehst das Ding um. Das potenziert sich, wird so riesig. Und was, wenn genau darin, und das kann ich natürlich als Projektor mit links, im Improvisieren, im etwas aus nichts machen, was, wenn genau darin meine Stärke besteht? Und genau so ist es. Wenn ich mich erinnere, oft schon, ich habe damals mit einem großen Fitnessstudio mit 2000 Quadratmetern mitgemanagt, weil mein damaliger Partner das hatte. Und einen Tag vor der Eröffnung, wir sind bis in der Früh um 4 waren wir noch im Studio und da hat es gequietscht und da hat es gekracht. Und wir haben gesagt, nee, das schaffen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, alle mal zu mir in den Raum. So, sind wir alle einmal durchgelaufen und ich habe gesagt, du machst das, 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 das. 2 Stunden später waren wir fertig und es war vorher nicht denkbar. Und das ist dieses Projektor-Gehen. Ne? Ich gucke hin und ich kann alles, was mich dann stört, in dem Moment auch total ausblenden und super fokussiert sein. Und als Kind war es lustigerweise so, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, hatte ich Fernseh und Radio an. Und meine Mutter kam immer rein und hat gesagt, das muss ruhig sein, das muss ruhig sein. Und dabei, je krasser es ist, umso leichter und besser kann ich mich fokussieren, was aber nicht heißt, dass ich das andere nicht auch beherrsche und nicht lieber mache, gleich fokussiert zu sein. Ne? Das ist nämlich die Frage, wo kreieren wir uns Katastrophen, um uns immer wieder zu beweisen, wie genial wir sind? Was wäre, wenn wir gleich genial sind, ohne uns die Katastrophen vorher zu produzieren? Das ist der kürzere Weg. Also was, wenn Angst in Wahrheit dein Potenzial ist und wie kannst du es drehen? Yes, das ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Leitsatz oder auch eine ganz, ganz tolle eigene Frage für jeden selber. Was ist, wenn Angst die Vorfreude oder wenn Angst wirklich das reine Potenzial ist? Und es ist so schade, dass ganz viele sich nicht trauen, über diese eine Schwelle in dem Moment drüber zu gehen. Ja. Ich habe vorhin noch was Schönes gelesen, da dachte ich so, ja, das sehe ich auch immer und immer wieder. Die stehen morgens auf, ganz viele. Und sagen so, und heute ist der Tag und heute mache ich und haben entschieden und jetzt mache ich hier Nägel mit Köpfe und sind höchst motiviert. Und in dem Moment, wo es dann vielleicht darum geht, irgendwo sein Otto drunter zu setzen, ja, und in dem Moment richtig Farbe zu bekennen, ja, ich glaube, ich mache es doch nicht, ich muss da nochmal drüber nachdenken und ich gehe nochmal mit dem Hund spazieren und dann kommt die alles entscheidende, finde ich, die alles entscheidende, mega schöne Ausrede, wenn ich in dem Moment doch dann zögere, dann wird das Universum schon seinen Grund gehabt haben, dass ich dann zögere, dann soll es so sein. Naja, das ist halt immer die Geschichte, ne? Wenn Menschen sagen, ich mache das nicht weil und das nicht weil und das nicht weil, weißt du, dass im Grunde genommen die Entscheidung noch gar nicht gefällt ist und wir uns die Gründe hinlegen, erzählen, eine Geschichte immer und immer und immer wieder erzählen und ich sage immer, hör auf, den Drachen zu füttern. In dem Moment fütterst du diesen Drachen, der dich immer wieder am Bein packt und sagt, so, du gehst jetzt wieder in die alte Denkrille, da bleibst du jetzt mal schön drin, weil letztendlich ist es ja nichts anderes. Es geht einfach darum und wenn wir mal hingucken, es ist ja dann, naja, vielleicht verdeckt irgendwie eine Angst. Also Angst ist die Annahme nicht geprüfter Situationen und Tatsachen. Das heißt, es ist nichts weiter als ein Film, den wir im Gehirn uns zusammenspinnen aus Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und dann kann ich fragen, möchtest du
Das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, möchtest du das tatsächlich so erleben oder möchtest du etwas Neues erleben? Und wenn du etwas Neues erleben willst, musst du, und es geht gar nicht anders, wählen, etwas anderes, etwas Neues zu erfahren. Weil wenn du deinen Kuchen immer mit 250 Grad reinmachst in den Ofen und der brennt jedes Mal ein bisschen an, dann bist du doch auch nicht so deppert und machst ihn das nächste Mal wieder so rein, sondern dann sagst du, okay, jetzt probiere ich es mal mit 220 Grad, ne? Aber was machen wir im Leben oft? Wählen wir immer wieder das Gleiche und sagen immer wieder, gutes Beispiel, als ich mich noch um Ernährung gekümmert habe in meiner Sportlervergangenheit, wenn ich gesagt habe, für dich wäre es auch besser, wenn du kein Brot mehr isst, weil ich sehe in deinem Gesicht, ich mache auch Face Reading, dass dein Darm entzündet ist. Lass doch mal das Brot weg. Also wenn ich kein Brot esse, dann sterbe ich bis Mittag. Ich sage, ja, wie oft bist du schon gestorben? Wie oft bist du schon gestorben, wo du mal keine Zeit hattest oder wo du vielleicht nüchtern zum Arzt musstest? Wie oft bist du schon gestorben? Also welche Geschichten erzählst du dir immer und immer wieder und welchen Drachen fütterst du? Und wenn du dir den kleinen Grisou einfach vorstellst, wenn du schon wieder anfängst, weil im Grunde, und das mache ich als Coach teilweise oft schon, wenn die Leute sagen, das geht nicht, weil, dann sage ich, du brauchst mir es gar nicht zu Ende erzählen. Du hast jetzt keinen Bock zu wählen. Wohin möchtest du? Möchtest du das, was du bis jetzt erlebt hast, nochmal erleben oder möchtest du was Neues erleben? Und dann gucken wir eben hin. Wenn es zum Beispiel um Verträge geht, dann kann es sein, dass diese Menschen in einem früheren Leben vielleicht irgendwann schon mal einen Vertrag geschlossen haben. Das ist in die Grütze gegangen und dann haben sie geschworen, nie wieder unterschreibe ich einen Vertrag. Und wenn man da hinguckt und sagt, okay, was war das damals? Und manchmal ist es gar nicht notwendig, das im Detail zu wissen. Da frage ich dann auch, ist es wichtig, die Details zu kennen oder ist es nicht wichtig? Der Körper vom anderen spürt das. Das heißt, ich gebe mich die Antworten vor. Ich frage und wir arbeiten mit der Intelligenz des Körpers des anderen, weil der ist wie ein Lügendetektor. Und dann gucken wir dahin und dann kommt vielleicht raus, dass die früher total mächtig waren, selber Leute geknebelt haben, die böse Verträge unterschreiben mussten und dann gehasst wurden. Und dann haben sie gesagt, nie wieder in meinem Leben mache ich sowas. Und wenn du das energetisch auflöst, ja, dann kommt Caroline und sagt, so, jetzt sag hier, mach das. Und dann ist es ein leichtes, das Leben zu verändern und auf die nächste Stufe zu gehen oder ins nächste Stockwerk. Next Level, das ist ein Wort, was ich gar nicht mag. Da muss ich schon immer lachen, wenn ein Coaches mit 25 Jahren anschreiben und sagen, so, ich zeige dir, wie dein nächstes Level geht. Und dann sag ich, hast du mein Profil gelesen? Einer von uns beiden ist mehr Anfänger als ich. Und dann ist Alles gut. Also ich denke, da ist alles gut und jeder hat einfach so seine Talente und ja. es gibt auch, das Thema hatten wir gestern noch, so wer hat welche Ausbildung, wer hat was gelernt, wer hat was studiert und wer kann irgendwie am meisten irgendwie eine ganze Wand mit diversen Zertifikaten irgendwie tapezieren. Und das ist letztendlich auch immer alles so nichtssagend über das, was jemand einfach wirklich kann, ja, welches Talent er einfach wirklich so mit sich bringt. Und das ist natürlich dann so eine Sache, beschäftige dich mit Dingen, die einfach von Herzen kommen, die du einfach von Herzen gerne machst. Und da merkt man bei dir einfach, es sprudelt bei diesem Thema einfach nur aus dir heraus und du kannst, glaube ich, stunden- und tageweise einfach nur darüber reden und darüber philosophieren. Und das ist einfach so schön und wie Dinge einfach so im Fluss einfach passieren und sich auch einfach mit der Zeit entwickeln dürfen. Ja. Und das fand ich einfach so witzig, als wir ja überlegt haben, Mensch, da kommst du in meine Sprechzeit, machen was nicht. Passt das von der Zeit, vom Termin? Und dann ging es halt so um diese Bildfrage, ne? Ich brauche noch ein Bild von dir, um das Ganze letztendlich dann auch mal eben kurz zu promoten. Und wo ich dann auch gemerkt habe, so ja, dem einen oder anderen fällt einfach, ist einfach wirklich schwer, sich auch in seinem eigenen Business wirklich zu entwickeln. Und da hattest du auch vorhin dieses schöne Stichwort bezüglich Sichtbarkeit, ja, sich wirklich da draußen zu zeigen, dass da auch einfach irgendwie Ängste sind. Und so bin ich ja dann auch, wie du vorhin schon kurz erwähnt hattest, auf die Idee gekommen, dass ich einfach eine Selfie-Challenge mache. Denn dieses Thema, ich spreche ein Wort aus, es ist aber nicht das Wort, was ich selber wirklich denke. Ja, also dass man da, ne, du hast vorhin das Wort Lügendetektor quasi so ein bisschen mit angesprochen. Und das sieht man auch an ganz vielen Bildern da draußen, wie ich finde, dass du siehst, dass das, was im Text steht, dass das, was eigentlich transportiert werden soll, noch lange gar nicht zu dem irgendwie wirklich genau konform und ja, wirklich in einer Waage steht, zu dem, was man dann einfach visuell sieht. Es ist ja so, in dem Moment, wenn du
Im realen Leben ist es auch so. Sag mal, du lernst jetzt jemanden Neues kennen und dann stehst du dem gegenüber. Und wir nehmen jetzt mal an, Caroline wäre Single, was sie ja nicht ist. Oder ich wäre Single, ich bin Single, ist egal. So, und wir stehen jemanden gegenüber und der gefällt uns. Und dann fangen wir schon innerhalb von 5 Sekunden, fangen wir schon an, uns zu überlegen, wie möchte der andere denn, dass ich bin? Und dann sprechen wir anders, stellen uns irgendwie anders hin. Und in dem Moment verlasse ich mich mit meiner Energie, bin mir selber nicht treu. Und das muss man wissen. Wir sind dann im Widerstand mit uns selbst. Und wenn ich im Widerstand mit mir selbst bin, was produziere ich? Neuen Widerstand, ne? Und wenn ich dann Texte schreibe, weil ich denke, die anderen denken oder würden das gerne lesen und bin aber gar nicht bei mir, dann ist das in Wahrheit, habe ich so ein schönes Beispiel, wenn du hängst dir ein Currywurst-Schild um, da steht drauf, ich will Currywurst und in Wahrheit willst du aber Himbeereis. Und so ist das, wenn du nicht in deiner Energie bist, sondern dich anpasst und das sagst, was du denkst, du weißt es ja noch nicht mal, was du denkst, was der andere lesen will. Dann ist es, ne, wie wenn du mit dem Currywurst-Schild rumrennst, ich will Currywurst, alle bringen sie dir Currywurst und eigentlich willst du Himbeereis und die Himbeereis haben, und mit der Himbeereisenergie kommen, die können dich gar nicht erkennen. Die können dich nicht erkennen. Und Wahrheit, willst du wirklich mit jemandem ein Business zusammen machen oder den als deinen Kunden haben, wo die Energie von Anfang an schon schwer ist? Willst du das wirklich oder willst du, also ich spreche jetzt nicht dich an, sondern die Zuschauer, ne, wollen wir das wirklich, dass wir Kunden haben, die in einer ganz anderen Energie sind, wo sich eigentlich, wo das vermutlich zäh wird. Oder will ich jemand, der mich erkennt und sagt, boah, was die macht, das gefällt mir, die ist schnell, die ist straight, die ist kristallklar. Ja, ich weiß, ich bin viel, wenn ich loslege, dann bin ich wieder Donner und mache wusch, einmal wusch. Und dann ist das, was da hinter der Energie der Worte und zwischen den Zeilen als vielleicht irgendetwas aus einem anderen Leben oder weil wir etwas abgekauft haben, was gar nicht stimmt. Also wir hatten das jetzt, hatte ich in einem Coaching, da war eine Frau, die musste als Kind, musste die etwas singen. Die Mutter und die Tante haben ihr das beigebracht. Was war, sie hat es versemmelt, weil sie schon keinen Bock hatte. Dann habe ich gesagt, weißt du was, in Wahrheit war das Missbrauch, weil die beiden wollten beweisen, dass sie gute Lehrer sind und wollten das anhand von deinem Gesang beweisen, dass sie gute Lehrer sind. Und du hast das als Kind schon gemerkt, im Unterbewusstsein hast du gesagt, nicht mit mir. Dann versemmel ich das Ganze. Und was dann war, da, war, dass sie sich quasi eingeredet hat, was ich zu sagen habe, wollen die anderen sowieso nicht hören. Und dann geht's los, dann schwindet die Konzentration, du kannst dich nicht mehr gescheit konzentrieren, du wirst vergesslich und lauter solche Geschichten, weil da irgendwann eine Geschichte war, die missinterpretiert wurde, weil sie hat ja geglaubt, sie kann es nicht. Und derweil war ihr Wissen so, dass sie nicht gesagt hat, nee, ich mache hier nicht euren Beweis, dass ihr gute Lehrer seid. Fällt mir gar nicht ein. Es ist so krass. Dazu haben wir gerade eine schöne Frage vom Klaus, sehe ich gerade im Chat. Er hatte vorhin schon ein bisschen was geschrieben, dass er im Prinzip den Ansatz wirklich schön findet, dass Angst auch wirklich gleich Potenzial ist. Und jetzt hat er gerade geschrieben, es ist eine sehr interessante Sichtweise, das mit dem Level. Wie findest du die Sichtweise, einen Berg hochzugehen, um ein Ziel zu erreichen? Bei diesem Bild komme ich mit dem Rückweg nicht klar. Diese Zeit auf dem Rückweg oder wieder heruntergehen ist in meinen Augen falsch oder nicht passend. Ich bin doch gewachsen mit Wissen und Erfahrung. Wie geht ihr mit diesem Bild um? Also, Spannend. wer sagt denn, dass es unbedingt ein Berg sein muss? Vielleicht geht es einfach nur ganz flach, vielleicht geht es durchs Wasser, vielleicht hast du Wellen, vielleicht hast du Ja, Rückenwind. ich glaube, dass der Klaus, und du kannst mir gerne nochmal Feedback im Chat geben, lieber Klaus. Wir haben ja ganz oft, wenn wir versuchen zu erklären, wie wir ein Ziel erreichen, dass wir ja irgendwo so einen Fixstern brauchen, den wir irgendwie auf unserer Reise einfach mal festmachen, dass wir uns ein Ziel machen, mit da will ich hin. Ich muss mir ein Bild fertig machen, ich will vielleicht meinetwegen eine fixe Zahl im Kopf haben oder ich weiß, wie das Haus aussieht oder wie der nächste Urlaub irgendwie gestaltet ist. Und dann begebe ich mich ja im Prinzip auf diese Reise und wachse zu meinem Ziel hin und habe einfach
im Prinzip zwischendurch immer irgendwelche Basecamps. Also ich komme ja nicht immer direkt an meinem Ziel an, sondern ich habe Entwicklung. Das ist ja auch das, was ich ganz oft sage. Es gibt diesen Overnight-Success einfach nicht. Also gestern war ich noch Tellerwäscher und morgen bin ich Millionär. Das ist reiner Bullshit. Sondern du hast einfach die Möglichkeit vom Tellerwäscher über ein Netzwerk, ja, dass man draußen vor der Tür Leute kennenlernt und dass man im Gastraum Menschen kennenlernt und dass man einfach mit der Zeit dann jemanden trifft, mit dem man dann vielleicht coole Projekte macht. Und es hat einfach seine Zeit gedauert, erstmal Teller zu waschen, um dann herauszufinden, was will ich denn wirklich tun. Auf jeden Fall, es ist ja, wie gesagt, dieser Berg, und Klaus sagt gerade, dass es exakt genau das ist, was ich beschreibe. Du gehst auf deine Reise, um dein Ziel zu erreichen, hast immer irgendwelche Basecamps, ja, wo du sagst, so, jetzt habe ich schon mal Step 1 und Step 2 und irgendwann bin ich oben angekommen. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn ich da oben bin, ja, dann will ich ja nicht wieder runter, also nicht emotional wieder runter. Und ich glaube, das ist das, Klaus, was du da unterscheiden darfst. Du gehst ja nach oben und du hast dein Ziel und du hast diese Aussicht und du genießt den Erfolg und du siehst das, was da ist. Und alles das, was du eingesammelt hast, das steckst du ja in deinen Rucksack ein. Nichts davon, was du ja bisher auf dem Weg an Erfahrung gemacht hast, nichts davon geht dir ja verloren. Und ich glaube, das Spannende auf unserem Lebensweg hier ist ja auch immer, dass wir uns immer wieder auf neue Reisen begeben, dass wir dann sagen, so, diesen Berg habe ich jetzt beklommen, das Ziel habe ich jetzt erreicht, da habe ich jetzt irgendwie die Aussicht genießen dürfen und dann nehme ich mir irgendwann den nächsten vor. Und ich glaube, der Rückweg, also wenn man jetzt sagen würde, ich wandere den Berg dann einfach in Serpentinen wieder stückweise nach unten, ich glaube, das ist der Weg, wo wir all das, was wir auf der Hinreise erlebt haben, einfach verarbeiten und verinnerlichen dürfen. Wie siehst du das, Heike? Ja, und was, wenn der Berg nicht so ist, wie andere sind? Also was, wenn der ein ewig langes Plateau hat? Und weil du gerade gesagt hast, vom Tellerwäscher zum Millionär, kam mir ganz spontan, schreit es mich ganz laut an, kommt immer darauf an, wessen Teller man wäscht. Ne? Wenn du die Teller vom Millionär wäscht und der verliebt sich in dich, kann das auch mal anders gehen. Und da sind wir wieder, ne, bei allen Dingen, die wir, ne, aber vom Nichtstun ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es passiert. Aber das kam mir gerade so, kommt immer darauf an, wessen Teller man wäscht. Und weißt du, dieser Berg, das ist ja nur ein Bild, das uns allen so mitgegeben wurde. Und was, wenn es gar kein Berg ist? Was, wenn es was ganz anderes ist? Wenn du das für dich völlig anders gestalten kannst? Und wie Caroline sagt, das, was du auf dem Weg erfahren hast, das kann dir ja keiner mitnehmen. Und weißt du, in dem Moment, wenn du sagst, okay, Berg oben, die Aussicht ist schön und im Tal runter ist eben nicht so schön. Wer sagt denn das, dass es dann nicht so schön ist? Wer sagt das? Das ist nur so eine Metapher, was uns vielleicht irgendwann mal erzählt wurde. Wer sagt, dass dein Runtersteigen nicht auch schön ist? Was wäre, wenn du einen Schlitten nimmst und sagst, boah, was ist das für eine krasse Schlittenfahrt? Ich nehme mir eine Fackel mit. Also wo überall sind wir in Schlussfolgerungen und in Bewertungen? Und es gibt einen Spruch bei Access, der heißt, no judgment creates possibilities. Mhm. Also in dem Moment, wenn ich etwas nicht bewerte, kommen viel mehr Möglichkeiten auf mich zu. Wer sagt, dass der Abstieg schwer ist, dass er keinen Spaß macht, dass er dunkel ist, dass es regnet, was weiß ich, keine Ahnung. Wer sagt, dass das nicht cool ist? Also ich bin schon mal mit dem Schlitten runtergefahren im Berg, im Schnee mit einer Fackel. Ich fand das cool. Das war total aufregend. Und was, wenn wir es uns so vorstellen? Es ist ja immer, was du denkst, immer. Und das, was ich vorhin erzählt habe mit diesem Zettel an meinem Auto, zuerst schicken wir den Gedanken raus und damit setzen wir den Geburtsvorgang von etwas, leiten wir ein oder ne, setzen wir in Kraft, geht es los. Ja. Und wenn ich eben was anderes denke und wenn ich ne, bei allem, wo ich mir vorstelle, das wird jetzt ganz schlimm, mein Körper glaubt es. Also warum erzähle ich ihm nicht gleich das, was ich haben will? Und da ist die Frage, will ich es haben? Gehe ich davon aus, ich kann nur ein Business kreieren von 9 to 5? Du bist das beste Beispiel. Du sagst, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich mit meinem Wohnmobil, ist es glaube ich, oder Wohnwagen. Jetzt gehe ich einfach los und arbeite meinetwegen, wenn die Kinder schlafen oder abends schlafen oder wenn sie in der Früh schlafen, mittags gehe ich ans Meer oder sonst was. Also wer, und das ist dieses, ne, hatten wir ja vorhin schon, ich muss, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat verdienen, dafür brauche ich so viele Kunden, weil jeder 250 blalala irgendwas bezahlt. Was wäre, wenn du einen Kunden hast, der dich so cool findet, der sagt, Pippi,
Dich will ich haben. Ich zahle dir 10.000 Euro im Monat für 4 mal 1,5 Stunden. So what? Und das schließen wir halt aus mit unserer Rechnerei. Es muss so sein oder so sein. Oder ich gehe jetzt gerade den Berg rauf oder gehe runter. Was, wenn es völlig wurscht ist? Was, wenn es völlig wurscht ist, sondern du danach gehen kannst, wie will ich es haben? Welches Gefühl will ich haben? Und dann gehe ich in dieses Gefühl, und weil wir gerade Dankbarkeits-Challenge machen, wir haben jetzt Tag 12, glaube ich, heute, das ist der 12. Was, wenn du jetzt schon in die Dankbarkeit gehst, in dem Gefühl, das du haben willst, und sagst, boah, ist das klasse. Danke, 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 Universum. Mehr davon. Und da musst du ja immer noch nicht sagen, jetzt langt. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und eben nicht das Gescheithaferl spielen und sagen, das kann nur so oder so oder so. Wie sieht's aus? Lottogewinn passiert auch vielleicht einfach so. Oder was weiß ich, vielleicht sagt dein Nachbar, mein Opa ist jetzt gestorben, ich habe ein Auto übrig, ich weiß nicht wohin damit, ich habe gar keinen Bock dazu, ich schenke dir es. Kann alles passieren, nur wenn du sagst. Was ausschließen, ganz, ganz. Ja, und nur wenn du sagst, Geld kann nur in so und so viel Stunden Arbeit mit dem und dem Stundenhonorar zu mir kommen. Ja, dann ist das deine Bestellung. Also wie willst du es haben? Also natürlich sind viele Rechnungen bei mir automatisch, über Elopage zum Beispiel, aber bei manchen Geschichten muss ich dann auch einzelne Rechnungen schreiben und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Also mir ist es viel lieber, ich habe 1 oder 2 Kunden, die ich 1 Monat, 2, 3 oder 6 Monate begleiten kann, wo das alles automatisch läuft und nicht ich wegen jedem Pipi-Kram wieder Rechnungen schreiben ich gebe es zum Steuerberater, ich buche es nicht selber, aber weißt du, und da darf man sich wirklich fragen, wie will ich das haben? Oder du bist für Automation zuständig. Wie will ich das haben, dass jeder automatisch einen Affiliate-Link kriegt, wenn er ein Newsletter hat, ist das schon mit drin oder lalalala, oder dass das schon mitkommt, wenn einer ein Produkt bestellt, ist es im das sind die Sachen, wie will ich es wirklich haben? Überleg dir wirklich, was dir auf den Zeiger geht dann für Technik ist Caroline, die weiß das aus dem FF, wie man es leicht haben kann. Und letztendlich wollen wir doch alle mehr Freiheit und die Dinge, die unser Herz tatsächlich erfüllen. Auf jeden Fall. Weil wir uns auch weiterentwickeln wollen, das darf ja auch Zeit dafür her. Und die kriegen wir einfach, wenn wir das, was wir können, und bei mir ist es extrem viel, bei Caroline genauso, wenn wir das konzentriert rausgeben und was wir ja machen, das machen wir beide, dass wir mit unserer Erfahrung den Menschen die Abkürzung verkaufen. Die Abkürzung, wie sie den Weg viel, viel schneller gehen können, weil wir haben das alles schon ausprobiert und wissen, das funktioniert nicht, so geht es leichter, so geht es schneller. Welche Gedankenmuster habe ich? Was für schräge Ideen habe ich da eingekauft? Das macht man nicht. Hä? Also, was ist das denn? Also, es sind so viele Sachen da, wo wir einfach einknicken, wenn wir uns auf die Energie hinter den Wörtern einlassen und da nicht hinspüren. Moment mal. Ja. Ne? Also ich kann Angst als Angst und Panik sehen. Ich kann aber auch sagen, wie ich es gemacht habe. Wow, und was, wenn das mein größtes Potenzial ist, aus dem nichts zu kreieren. Und das war es schon immer. Und bei mir ist dann nicht nur Projektor 2.4. Ich weiß, die Zahlen und die Gene Keys spielen eine große Rolle. Und da ist bei mir, dass Leuten, die eben schon zum 35. Mal sich wieder eine Urkunde holen und wieder was lernen, den Leuten wirklich Initiation geben, dass die losrennen können. Bei mir ist das Maya-Glyph, ist rote Erde, ist Speed-Manifestation. Deswegen darf ich schon überlegen, was ich denke. Speed-Initiation, Speed-Transformation, das ist die Schlange, die rote Schlange, die schmeißt ja auch immer wieder ihr Kleid ab und wird zu etwas anderem. Du beobachtest mich ja schon lang genug, kannst das sicherlich bestätigen. Dann ist weißer Wind bei mir mit drin und der weiße Wind ist wirklich die Klarheit, sich so auszudrücken. Und ich habe ja auch Seminarleiter und Moderator gelernt und unterrichte schon seit 30 Jahren. Ich kann das schon sehr genau transportieren. Und ich spüre es auch, wenn es der andere nicht versteht, und kann eben solche Sachen enttarnen, wenn wir irgendwelchen
Lügenmärchen, die uns von Oma, Opa oder was weiß ich erzählt wurden oder die wir uns selber erleben. Ich kann das nicht. Wenn, wir hatten es vorhin bei Narzissten, ne? Narzissten erzählen dir immer, dass das, was deine größte Stärke ist, angeblich deine Schwäche ist. Und wenn du das mal checkst und du drehst das, zack. Auf jeden Und Fall. dann ist eben noch blaue Hand, das ist diese heilende Hand und der gelbe Same, das ist die Initiation. Das heißt, dann geht's wirklich Ja, vorwärts. die Heike ist schon ein Energiebündel. Also ich kann es auch Das. da in der Zusammenarbeit wirklich, wirklich sagen. Wir haben noch mal ein bisschen was zusammen auch schon mal gemacht. Mir fällt in dem Zusammenhang aber auch noch ein schönes Sprichwort ein. Man macht ja so oft, ne, drum hüte deine Zunge. Ja. Und ich finde, also, ne, jede Medaille hat ja nun mal zwei Seiten. Man kann dieses Sprichwort ja auch wirklich mit aus beiden Seiten wirklich mal eben kurz begutachten. Aber wenn man wirklich darauf hinguckt, mit welchen Worten beschäftige ich mich? Und Zunge heißt ja nicht immer nur aussprechen. Alleine wenn ich es denke, habe ich es für mich selber ja schon ausgesprochen. Genau. Und das ist so wichtig, dass man wirklich mal ja, sich wirklich bewusst macht, was spreche ich für andere aus, was spreche ich für mich aus und was davon ist wirklich meine eigene Wahrheit. Ja, und es ist ja so, weil du sagst, ne, was wir denken oder was wir aussprechen. Unser Körper ist ja unser Klangkörper, Vibration. Das ist eine Vibration, das ist eine Frequenz, die ich rausschicke. Und wenn ich hier auf Radio Hamburg einstelle, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn nicht Antenne Bayern kommt oder Currywurst Himbeereis, ne? Und das ist mit den Gedanken das Gleiche. Die haben auch eine Vibration und das ist nichts weiter als Physik. Das ist nicht ESO-Dingens, bliblablub. Nee. Das, weil, also ich habe vor ein paar Wochen ganz, ganz spannende Sachen entdeckt. Wenn wir zum Beispiel in einem Amt sind, dann gehen wir da rein und die meisten, wenn sie etwas genehmigt bekommen wollen, gehen ja da schon rein und hoffentlich geht das und hoffentlich kriege ich das. So, und was wäre, wenn dieses Gefühl, das du in dem Moment hast, dir erzählt, dass diese ganze Geschichte, die du dir erzählst, eine Lüge ist, weil in Wahrheit bezahlen wir ja die Burschen. Wir bezahlen die Ärzte, wir bezahlen die Ämter, wir bezahlen alle die anderen. Und da ist irgendwo ein Denkfehler. Ne? Wir gehen da rein oder so, du isst jetzt ein Eis und da läuft ein Polizist vorbei und der guckt dich an und guckt dich an. Vielleicht findet er dein Kleid cool, aber der guckt immer und guckt und guckt und schon fängst du an, an dir zu zuppeln, bis hier irgendwas Falsch ist. gemacht? Ja, und das ist dieses, was findet da eigentlich da oben statt? Und Ja. das ist, ne? Also. Das ist aber auch wieder dieses Thema und ich glaube, damit können wir das wunderbar rund abschließen. Dieses, ich darf das nicht, man macht das so nicht. Ich muss Dinge unter Kontrolle halten, ich muss gucken oder ich darf mich nicht so zeigen. Ja, ich darf nicht ich sein. Und ich muss immer so sein, wie andere denken, wie man einfach zu sein hat. Genau. Und damit spielst du dein Leben lang eine Rolle. Und eine Frage, die ich immer stelle, willst du mit 200 oder mit 150? Wann willst du anfangen, du zu sein? Wie lange möchtest du warten? Ne? Und wenn du schon im Bett liegst und denkst, ich muss jetzt das oder das oder das machen, weil die anderen das wollen, bist du sofort im Widerstand. Was glaubst du, was dieser Tag kreiert? Das, Welche Vibration schickst du in deinen Tag? So kann man es, ne? das lassen wir mal genauso stehen für alle da Ja. draußen, die noch mit im Livestream sind. Ich bedanke mich wirklich bei allen, die zugehört haben. Ich stelle gleich noch einen Link von der Heike mit rein. Die hat nämlich ein schönes Speed-Coaching. Genau. Warte mal, das poste ich euch direkt noch mal eben einmal mit hier unten rein. Und ihr könnt natürlich die Heike eh auch anschreiben. Wenn ihr da Fragen habt, einfach auf ihren Namen klicken und dann öffnet sich ja sofort bei Facebook das Profil. Dann könnt ihr ihr eine Nachricht schicken. Genau, Nachricht schicken, weil Freundesanfragen habe ich nur noch Freunde von Freunden, wobei die Leute, die hier drin sind, sind wahrscheinlich auch mit dir befreundet, weil immer so lustige Anfragen von irgendwelchen amerikanischen Soldaten gekommen sind. Das kennen wir ja Ja, alle und irgendwann schaltet man ja. dann immer nur auf Auch da, auch da, Freundschaftsanfragen. auch da fühlen wir uns geehrt, wo wir nicht überall gesehen werden. Ja. Genau, also ich hab einfach gerade mal das Speed-Coaching mit von dir verlinkt. Und achso, Klaus gerade, der Klaus wollte noch wissen, was ich für ein Human Design-Typ bin. Und da ist mir nochmal ganz wichtig, am Rande ganz kurz noch dazu sagen. Also auch Human Design ist halt nicht nur Spiri, Esoterik und Co., sondern Human Design ist wirklich eine ganz wissenschaftliche, komplexe Geschichte.
Und ich bin ein manifestierender Generator 6-2, lieber Klaus, wenn dir das was sagt. Und auch da nochmal, auch wenn jemand sagt, Mensch, ich bin auch 6-2, ich bin auch ein MG. Und nichtsdestotrotz werden wir sowas von unterschiedlich sein, denn es gibt wirklich jedes Rave-Chart da draußen nur ein einziges Mal. Wir sind alle so unterschiedlich, wir sind alle so individuell. Natürlich haben wir irgendwo ein paar Gemeinsamkeiten und das macht Gemeinschaft ja auch aus und das ist ja auch so das Schöne daran. Aber jeder von uns ist wirklich absolut eigenständig und individuell und deswegen muss auch jeder seinen Weg gehen und nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das macht man so nicht. Ja, also ich habe ja mit dir als MG zusammengearbeitet und jetzt auch nochmal mit MG und also Projekte und MG geht wunderbar, weil das hat so eine Geschwindigkeit, das ist unfassbar und bringt so einen Spaß, das ist eigentlich fast schon mehr Spiel als Arbeit. Das weiß ich, dass das gut funktioniert. Von daher war es heute auch wirklich ein Spiel, mit dir hier online live zu gehen. Vielen lieben Dank für dich. An deine Zeit, Heike, schön über wirklich, also es ist, ich finde es immer wieder schön, sich darüber zu unterhalten. Ich glaube, da draußen war jede Menge Mehrwert. Wir hatten konstant Zuschauer wirklich mit dabei. Danke für eure Fragen. Es war wirklich noch ein bisschen mehr los im Chat. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, weil manchmal unterbricht man dann einfach in dem Moment auch so ein Gespräch, wenn man das ein oder andere zu viel mit vorliest. Danke an deine Seite, vielen lieben Dank an euch da draußen, auch im Replay kommentiert herzlich gerne, wir gucken immer mal wieder gerne in die Kommentare rein und beantworten auch da Fragen und in dem Sinne wünsche ich euch noch allen einen ganz, ganz tollen Freitag und ich sage einfach mal bis zur nächsten Sprechzeit. Und ich bedanke mich auch nochmal für deine Zeit und für die Möglichkeit hier über Energie zu sprechen, Energieflüsse. Dankeschön, euch allen einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.